Jennifer Tietke und Tobias Schesel sind Streetworker. Sie sind aber nicht auf der Straße, sondern ausschließlich im Netz unterwegs und suchen gezielt nach jungen Menschen, die ihre Probleme im Netz teilen. Das Projekt wurde vor 1,5 Jahren ins Leben gerufen. Wenn ich jetzt jemanden schon länger beobachtet habe, biete ich ihm eben an, dass er mich anschreiben kann, er oder sie. Und manchmal frage ich auch nach einer gewissen Zeit an, wie es den Menschen denn geht, mit denen ich geschrieben habe. Wenn da eine Beratung stattgefunden hat und einfach nochmal nachfragen, hey, wie ist es gelaufen? Brauchst du noch irgendwo eine Unterstützung oder wie schaut es denn aus? Obwohl die Streetworker online auch aktiv auf Menschen zugehen, gibt es die Möglichkeit, die beiden über Social Media direkt zu kontaktieren. Plattformen wie zum Beispiel Instagram, Jodel oder auch Twitch sind Anlaufstellen. Die Art der Kommunikation können die jungen Menschen selber entscheiden, ob das per Sprache ist, per geschriebenem Chat oder sowas. Sind wir ganz frei, was das angeht und schauen da einfach individuell, was die Bedarfe der jungen Menschen sind und wie wir die am besten unterstützen können. In der Zentrale in München arbeiten bis zu 14 Streetworker. Pro Tag betreut ein Sozialarbeiter rund 20 Jugendliche online. Seit Projektbeginn haben schon über 1600 Beratungsgespräche stattgefunden. Digitales Streetwork ist ein ganz neues Arbeitsfeld in der Jugendarbeit und ich bin mir absolut sicher, dass sich dieses Arbeitsfeld etablieren wird. Die Bedarfe dafür sind da und Digital Streetwork wird langfristig sicherlich neben der analogen Streetwork als digitales Ergänzungsangebot auch bestehen bleiben. Die Streetworker sind auf allen Plattformen wie hier auf Instagram leicht erreichbar. Und sie antworten schnellstmöglich. Seit Corona ist der Hilferuf der jungen Leute größer geworden. Von psychischen Erkrankungen über Einsamkeit bis hin zu Liebeskummer. Die Probleme sind vielfältig. Ich sage jungen Leuten immer gerne, es fühlt sich manchmal nicht so an, aber es werden auch wieder bessere Tage kommen. Und auch wenn du glaubst, niemand kann dir helfen, da draußen gibt es Menschen, die für dich da sein können und die dich unterstützen können, vielleicht auch glücklicher zu werden, vielleicht ein besseres Leben haben zu können. Es sind Menschen wie die digitalen Streetworker. Sie versuchen, Jugendliche in schweren Zeiten mit viel Geduld und Herz zu unterstützen.